Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, herzlich willkommen zurück auf der Bielefeld. Heute mit dabei beim Let's Play sind der Max. Hi. Vom Lohnunternehmen Wild und der Philipp. Hallo. Hallöchen. Ja, wir machen weiter mit der Grasernte. Es wird gemäht, geschwadert und mit dem Ladewagen Gras aufgesammelt. Ich werde mich wieder um Letzteres kümmern und versuche jetzt erst nochmal, dass ich hier diesen Modus vom Zurückblicken rauskriege. Jawohl, das funktioniert jetzt erstmal. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Mit Lenkrad natürlich. Und den wunderschönen John Deere. Was, I? Ja, I. Ach so. Oh, scheiße. Bin ganz schön wieder verstopft, Mensch. Na, okay. Ich muss mir merken, dass ich einfach gar kein Gas geben brauche, sondern nur lenken. Das ist ein Automatismus, den ich so drin habe. Wenn ich lenke, dann will ich auch Gas geben. Mal 10 km/h ist schon echt lahm. Ja, ich hoffe, wir werden einige Felder machen können. Wir bekommen mindestens ein Silo voll und können schon mal ein bisschen... Alter, jetzt hat sich das Teil nicht mehr angeschaltet. Wir haben hier schon wieder übelste Probleme mit dem Teil. Und hoffen, dass nichts mehr dazwischen kommt, ne? Nee, natürlich nicht. Wie denn auch? Jetzt klingelt das Handy wieder. Ach scheiße, warte, ich bin gleich wieder da. Ernsthaft jetzt? Nee, war ein Witz. Diesmal nicht. Nicht sterben, Philipp. Dafür ist es jetzt zu spät. Entweder vor oder nach der Folge, aber nicht währenddessen. Nee, huste ich aus. Aber ich find's mal cool, dass wir jetzt zu dritt jetzt mal sind. Nicht ganz so viele Leute wie das letzte Mal. Da waren wir dann doch zu fünft oder zu sechst. Das ist einfach zu voll, vor allem wenn dann sechs Leute labern. Wird's voll chaotisch. Ich muss sagen, hier sind jetzt die Schwaden erhöht, ne? Jo. Nee, ich finde eigentlich, die Schwadhöhe passt jetzt voll. Kann man lassen. Hab ich FPS an Pusche. Was meinst du? Jetzt leckt bei mir wieder alles, seitdem du deine Aufnahme geschafft hast. Das liegt aber dann wohl an dir, nicht an der Aufnahme. Nein. Sicher? Mhm. Woher weißt du das? Hat die ganze Zeit geklappt. Sagt dir das die Lok? Was? Sagt dir das die Lok? Ja. Ah, okay. Gut, dann düsen wir mal hier weiter auf dem Feld. Ich muss sagen, das bockt richtig. Wir können danach gerne mal tauschen, dann kann ich mähen, ne? Schwaden, ich kann es probieren, es wird schwer wahrscheinlich, aber ich stelle mich der Herausforderung. Ja, macht nichts, ich kann auch noch. Ja, ich stelle mich der Herausforderung. Mit dem Lenkrad geht das besser. Was, Schwaden? Ja. Echt? Ja. Ja, aber ich muss klarkommen mit Heben, Senken und so. Ich weiß die auswendig gar nicht, die Tastaturkombination. Also ich habe sie jetzt umgestellt, aber... Dann ist das Problem. Was denn? Du darfst eigentlich nicht die Einstellung so lassen von Giant. Nee, ich habe es eh selber konfiguriert. Ich habe alles andere rausgenommen, weil es gab immer Doppelbelegungen, zum Beispiel, dass ich den Helfer eingeschaltet habe und das Licht oder solche Sachen. Ich habe da jetzt alles rausgenommen, bis auf die Standardsachen. Weil ich kann ja alles andere immer noch mit der Tastatur steuern, das ist ja klar. Hey Leute, wann sind hier Betonplatten als Dingens benutzt? Ach, wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, weißt du das nicht? Bielefeld. Es ist nicht das Bielefeld, sondern das Bielefeld in Mecklenburg-Vorpommern. Was? Echt jetzt? Mann, Witz! Nein, ich hab gemeint, warum hier so Betonplatten plötzlich sind. Sonst immer sind das doch immer nur so, ganz normale Wege, oder nicht? Das weiß ich nicht. Ist das so? Tatsächlich, die Map hier ist richtig geil. Ja, weiß ich. Ich und Max haben eben was rausgefunden. Was denn? Erzähl! Ja, Max, du kannst ihm das gleich mal zeigen, ne? Ja, kann ich schon. Und lass mich nicht reinfallen ins Loch. Schöne Straße. Echt? Ja, da kann man... Ich weiß, eine Straße mit so einer abgeeckten Kante drin. Nein. Nee, okay. Das wäre noch schlimmer. Schön. Aber oha, wirklich? Eine Straße endet irgendwo einfach. So, die Straße ist um 90 Grad gedreht. Ja. Was? Ja. Da nach kann man oben. Nicht fahren, nicht drüber, nicht quer. Du musst dran vorbeifahren. Ja. Was ist mit der Straße? Geht die hoch oder wie? Ja, die ist einfach mitten im Weg. Die liegt einfach da rum. Oh nee, das ist ein Scheiß. Anstatt dass die flach liegt, liegt die hoch kann. Das darf nicht sein.
Wer Oha. Stupst mich an? Egal, ignorieren, weiterspielen, Spaß haben. Heißt die Devise. Ich komme jetzt. Ich habe 65%, dann kann ich noch zum nächsten Feld kommen. Wie muss ich ihn da jetzt fahren? Links, glaube ich, ne? Keine Ahnung, ich habe noch. Warte, ja, eine PDR. Kann Jost reinkommen? Jost, nein. Wenn er mitzocken will, ja, wenn er. Ja, will er. Ja, dann ich soll er zuerst nicht. Auf den Server kommen. Ja, soll reinkommen. Doch, wenn er die Mutz hat. Jawohl, ich bin richtig. Sehr schön. Kann es sein, dass der Fan Indoor-Sound hat? Dass er hat oder dass er nicht hat, das anhat, ja. Kann gut sein. Ja, das ist geil. Ach, du meinst, dass der dann leiser ist oder so? Ja, innen drin. Ist beim Chondi aber auch so, glaube ich. Echt? Mhm. Geil. Nein, ist nicht so. Warte, ich muss es selber austesten. Nein, ist nicht so. Ich hab Jost noch gerade gefragt. Ist nicht so. Ne, der will nur mit uns labern. Ja, dann nicht. Wenn wir aufnehmen. Ja, ich muss sagen. Schön langsam haben wir, glaube ich, relativ viel Gras zusammen. Ich weiß nicht, mir kann jetzt vielleicht auch jemand helfen. Das wird alleine ganz schön viel. Wir können auch dann gleich tauschen. Ich fahre jetzt, mach jetzt voll, ich fahre einmal heim. Oder ich mache mal so, in dieser Folge werde ich nochmal mit dem Ladewagen fahren und in der nächsten Folge dann mähen und dann schwaden oder so. So, die nächsten drei Folgen uns noch um die Grasende kümmern und dann schauen wir wieder, dass wir ein bisschen was dreschen. Sollen wir eigentlich mal ein neues Mähwerk kaufen? Wir haben derzeit Front- und Heckmähwerk, ne? Seitenmähwerk. Ja, dieses neue da, wo wir reingefügt haben. Ja, finde ich fast ein bisschen zu groß für den Anfang. Du brauchst da mindestens 250 PS für beides. So. Ja, dann. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, aber es passt erstmal. Wir haben, glaube ich, E6 mit Arbeitsbreite. Das ist ganz. Halbwegs ordentlich. Aber die Wiese ist ja gar nicht klein. Das habt ihr übrigens sauber geschwadet, ne? Kann man so lassen. 97%, 98, 99 und voll. Silimittel dürfte ich beim nächsten Mal nachfüllen. Das mache ich. Jawohl, nee, das geht nur für einen Tank. Locker. Ich hoffe, das Teil gibt Gas, Mensch. Das Lustige ist aber, irgendwie hat man. Den Bremsweg mit dem Lenkrad viel weniger irgendwie. Ist der Bremsweg nicht so lange. Hab ich das Gefühl jetzt. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde irgendwie, dass der John Deere sich mit Lenkrad super spielen lässt. Ja, ich sollte vielleicht die Dead Zone ein bisschen erhöhen. Ja, vielleicht sogar. Naja, ein bisschen erhöhen vielleicht, ja, doch. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es hier reingeht. Hier links. Macht einfach so riesen Spaß. Ich glaube, das wird echt mein Lieblingstraktor. Vor allem, man kann so echt realistisch spielen einfach. Da müsste sich eigentlich jeder freuen. Ja, Mare, endlich spielt er mal realistisch nach einem halben, nach einem Dreivierteljahr LS. Ihr habt das gekonnt, jetzt schafft das vielleicht halbwegs. Halbwegs. Halbwegs natürlich. Wie viel ist denn jetzt hier drin im Silo? Was? Gerade bei 65.000, ernsthaft? Das reicht aber noch nicht für glückliche Kühe. Für viele egal, glückliche Kühe. Ist der Kuhruf überhaupt da? Ich habe. Ne, ich glaube nicht. Obwohl, doch irgendwas ist da. Kuhruf oder. Nein, ich glaube der Schafhof. Der Kuhhof ist weiter. Was oben. Hier ist der Schafhof, aber seit wann haben die Schafe so einen richtig schönen Stall? Keine Ahnung, aber oben steht genau gleich der gleiche Stall und da ist so ein richtiger Mist. Pickfarm, da oben ist der Landhandel, Garten sind dabei, war Train Station Grains. Höchstens bei Farm 3. Ne, da sind Kartoffeln und so noch. Dann ja, da weiß nichts. Das ist weiter oben der Hof. Da oben sind Hühnerverkauf, hier sind Hühner, hier sind nochmal Hühnerverkauf, Pickfarm ist da. Kann wo Schafe sein. Sind, wissen wir nicht. Und wo wir sind auch nicht. Farm 2 ist ja eigentlich nur das Sägewerk, also gibt's eigentlich gar nicht. Das kann man auch nicht, eigentlich auch löschen von der. Ne, ich glaube Schafe sind bei uns auf dem Gasthof. Ernsthaft? Ja. Warte mal, ich kauf mal welche. Ne, glaube ich zumindest jetzt. Ne, Misthaufen.
Mit ja, Mist, aber... Misthaufen gibt's sicher nicht. Ja, hier? Hier ist der Kuhstall. Hier musst du reinfahren. Perfekt, ja, natürlich. Hier sind auch noch die Boxen für die Kälber. Hier, also das ist der Melkstall, das ist definitiv für die Kühe. Deswegen wäre es auch keinen Sinn ergeben, wenn da neben. Gehst du mal bitte kurz in den MB-Truck rein. Mhm. Dann siehst du nämlich diese schöne Wand. Wand/. Ich habe mal kurz 5 Schafe gekauft. Ja, ich gehe rein. Siehst du sie? Nö. Hier hinten? Nö. 9. Ach so, hier hinten. Ach nee. Doch. Ach so, 90 Grad gedreht. Das ist ja geil. Oh Mann, warum? Das ist ja richtig doof. Ja. Der Max, so kann man das fixen, oder? Natürlich kann man das fixen, klar. Das ist ganz einfach. Einfach 90 Grad drehen. Aber, naja. Liegt so falsch rum. Nett neu hochladen, ne? Will ich mal sagen. Philipp, wollen wir tauschen? Wie, tauschen? Tauschen? Darf ich mähen? Muss Johnny fahren, ne? Nee, du musst Johnny fahren. Komm schon, das schaffst du. Danke. Yeah, MB-Truck, du bist mein, ich bin dein. Und jetzt geht's los mit 30 km/h. Aber wie schnell fahre ich denn überhaupt? Was? 20 km/h, ernsthaft? Ja. Das ist ein bisschen schnell, finde ich. Persönlich jetzt. Nun. Alter. Jetzt. Ah gut, ich bin direkt beim Hof. Macht aber echt richtig Spaß, so zu fahren. Ich nehme mal 20 km/h, das dürfte reichen, ne? Und ich fahre auch mal mit der Innenansicht, mit dem MB-Track. Max, was lachst du denn hier so komisch? Ich? Was lachst oder liegst? Lachst. Alter, bei mir liegt. Ich habe gerade nichts gehört, vielleicht hast du auch irgendwie... Fehler im Gehörgang. Ich habe gerade nichts gehört von Lachen. Oder? Hast du gelacht, Max? Nein, eigentlich nicht. Siehst du, das ist das Lustige. Philipp erfindet irgendwelche Sachen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja! Siehst du? Ich bin aufmerksam, die wisst ihr nicht. Also du hast gerade 5 Kaffee hintereinander in dich reingeschüttet, dann bist du aufmerksam. Kann ich auch so machen. Ich brauche das nicht. Dafür. Echt? Ich schon. Vor allem am Nachmittag beim Arbeiten. Dann brauche ich immer einen Kaffee, so gegen 1, 2. Das ist mein Tiefpunkt. Alter, ich hab solche Lips. Ehrlich, ich fahr jetzt. Ja, wohin denn? Mit dem Unimog. Einsammeln. Du, wo hast du mir jetzt noch nicht eingesammelt? Hallo? Was denn? Wo du noch nicht eingesammelt hast. Naja. Weißt du gar nicht. Also hier bei der Pickfarm, da habe ich ja auch schon gemäht und gekreiselt oder geschocht. So. Dann schauen wir mal, wie wir hier hinten zurechtkommen. Alter, das, ich finde meiner Meinung nach fahre ich viel zu schnell, aber das werden die anderen jetzt sicher auch bestätigen können. Das ist ja nicht mehr normal, dass man mit 30 km/h hier mähen kann. Das ist in keinster Weise realistisch. Naja. Wie gesagt, ich mache diese Wiese fertig. Dann werden wir mit der Folge eh fertig sein. Wir sind bei 14 Minuten. Diesmal nicht überspringen. Diesmal pünktlich, weil dann ist es auch doof, wenn die Folgen mal länger werden. Brauchen wir auch länger Zeit. Also eigentlich sollten heute 5 Folgen sowieso gehen. Am besten wären 8. Das würde nämlich bis übernächste Woche reichen. Und dann kann man nächste Woche gleich nochmal vorproduzieren für die nächsten 1,5 Wochen oder so. Dann möchte ich einmal wirklich 2 Wochen vorproduziert haben und das halt wirklich permanent. Das möchte ich einmal schaffen. Ich weiß, warum du keinen Bock mehr hier auf das Fahren hast. Doch, warum? Die ganze Zeit. Ah, du musst... Alter, nimm den Tempomat von 10 km/h her, dann verstopft er gar nichts. Du kannst ihn auch mal auf 11 oder 12 setzen, aber schneller nicht. Garantiert nicht.
Das ist halt ein Mengele, der ist realistisch, Mensch. Das, bei mir schon verstopft das, wie gesagt. Du darfst halt nur schauen, dass die Auslastung nicht bei 100% ist. Mit 10 km/h kommst du schon oft an die Grenze. Also 12 will ich als absolutes Maximum nehmen. Dann müsste es eigentlich gehen. Bei mir ist 10 zu viel. Na gut, Freunde, es sind 15 Minuten vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir machen ein bisschen weiter mit dem Gras und der Grasernte. Tschüssi!